Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man diese Manipulation von dieser Bahnhofsszenerie erstellt. Dazu habe ich mich erstmal zum Bahnhof begeben und habe zahlreiche Fotos gemacht, immer mit einer leicht längeren Belichtungszeit, sodass es so aussieht, als wenn die Personen alle so extrem in Eile wären und vorbeihuschen. Und um dieses Bild hier zu erreichen, habe ich folgende Methode angewandt, und zwar habe ich einen Stapel angelegt. Ich gehe dazu auf Datei, neuer Stapel, dann öffnet sich der Browser und man kann hinzufügen die Bilder, die man möchte. Also ich habe die mir schon mal bereitgelegt. Jetzt kann man die Bilder automatisch ausrichten lassen. Ich habe zwar ein Stativ genommen, aber ich lasse es mal. Jetzt rechnet der eine ganze Weile und legt dann diesen Stapel an. Also er hat alle Bilder, die ich importiert habe, zu einem Bild zusammengefasst. Wenn man jetzt hier rauf geht, kann man die ausklappen. Jetzt ist ja auffällig, dass alle Personen weg sind und gar keine da ist. Das liegt daran, dass man auch hier so eine Mischoption hat. Ich möchte ja nicht, dass die Personen weg sind, ich möchte, dass sie da sind. Ich weiß jetzt nicht, was jede Rechenoperation hier genau bewirkt, aber für mich ist Bereichsmitte das, was mir am besten gefällt. Jetzt hat sich ja der Uhrzeiger während der Zeit bewegt und dadurch sieht es so aus, wie es aussieht. Ich möchte aber eine bestimmte Uhrzeit, also kopiere ich mir ein Bild nochmal mit Command und J raus, ziehe es nach oben, klicke mit gedrückter Alt-Taste auf eine Maske, dann bekomme ich nämlich eine schwarz gefüllte Maske, aktiviere die. Und mit einem weißen Pinsel maskiere ich mir jetzt diese Uhrzeit rein. Im Vordergrund habe ich hier eine Person, die mich dann ein wenig stören würde, wenn ich doch gleich meine Person noch hinzufüge. Und ich habe schon mal geguckt, das ist auf Bild Nummer 33, huscht hier so eine Person durchs Bild. Da setze ich einfach mal eine Maske drauf und maskiere aus diesem Bild heraus diesen schwarzen Schatten weg. So, jetzt erstelle ich mal einen Screenshot von all diesen Fotos, einfach um die Prozessorlast ein bisschen zu senken. Ihr werdet merken, dass das ganz schön euren Computer fordern würde. Mit diesem Screenshot werde ich jetzt erstmal das Ganze zuschneiden. Ich habe mich für 16:9 entschieden und werde hier so bis an diese vermeintlichen Gebäudekanten so rangehen. Nun kommt es zu dieser Verzeichnung. Diese stürzenden Linien, das kann ich mit der Perspektive ausgleichen. Und kann die hier einfach gerade ziehen. Hier unten noch ein bisschen. Also ich finde, bei Architekturfotos muss es halbwegs gerade sein. Ist es jetzt nicht, habe mich hier ein bisschen vertan, aber ihr versteht, was ich meine. So, ich nenne es auch gleich mal Screenshot, damit es übersichtlich bleibt. Das ganze Bild ist mir ein bisschen zu dunkel. Ich werde es ein bisschen heller belichten. Mir ging es aber darum, dass die Highlights in dem Bild nicht überbelichtet werden, so wie es jetzt gerade der Fall ist. Und deshalb werde ich jetzt bestimmte Bereiche mit einem schwarzen Pinsel wieder rausmaskieren. Nämlich die Uhr, also alles was hell ist. Die Uhr, hinten die Fenster, die Lichtquellen, die Werbebanner. Damit man all die Details auch wieder sehen kann. Nun haben wir hier seitlich Gelb- und Lila-Einfärbung. Kann man sich ganz schön wundern, wo kommt das her? Das liegt daran, dass rechts hier außerhalb des Bildes so eine große Anzeigetafel ist. Und das ist einfach die Reflexion davon. Jedenfalls hier in dem Fall sieht es ein bisschen irritierend aus. Und ich werde so ein bisschen was von der Farbe rausnehmen. Jetzt nicht gänzlich, aber es soll nicht mehr so ablenken. Insofern eine anpassungsebene HSL, markiere das Gelb, ziehe die Sättigung raus, invertiere danach und maskiere nur diesen gelben Schein raus. Das gleiche mache ich nochmal, jetzt mit der Farbe Violett. Man kann auch, wenn nicht alles so mitgenommen wurde, an den Anfassern hier so ziehen und den Farbbereich erhöhen. Auch hier so ein bisschen die Sättigung raus. Muss nicht völlig sein, es sind ja nun mal Lichtreflexionen da, aber es soll nicht so extrem ablenken.
leichte Prozedere, invertieren und dann mit einem weißen Pinsel rausmaskieren. So, nun komme ich zu meiner Person, die die Ruhe weg hat. Der fällt zu einer Brandung, um ihn rum die Hektik, er bleibt ganz cool. Ich habe den schon mal freigestellt, der ist von Shutterstock. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Den ziehe ich jetzt mal hier so rein. Jetzt fällt auf, dass es helle Lichtreflektionen gibt, wo ja eigentlich das ein bisschen dunkler sein müsste. Insofern erstelle ich eine neue Ebene. Da geht es darum, diese Reflektion aus dem Fußboden so ein bisschen rauszunehmen. Also jetzt nicht völlig rauszunehmen, da sind ja überall Reflektionen, aber hier, das wäre jetzt unschlüssig, wenn direkt hinter der Person so extrem starke Lichtreflektionen sind. Also nehme ich das Klonwerkzeug, gehe mit einer Deckkraft von 50% nur und hole mir aus anderen Fliesenbereichen einfach diese Information mit der Alt-Taste und ziehe die hier so rüber. Damit zieht man sich so diese Lichtreflektion so ein bisschen raus. Also ich mache das jetzt nur mal schnell. Eigentlich würde man da ein bisschen aufpassen müssen, weil es geht ja auch um diese schwarzen Fliesen und die Linien dazu, die Fugen. So, ich muss natürlich, jetzt male ich gerade auf den Koffer, ich muss natürlich diese Ebene unter die Person setzen und dann haut es wieder hin. So, nächster Arbeitsschritt, einen leichten Schatten bei der Person. Dazu nehme ich einen schwarzen Pinsel, ganz weich, setze den Blendmodus auf weiches Licht und mache nur, also hier gibt es gar keinen richtigen Schatten, weil es keine scharfen Lichtquellen gibt. Aber so ein klein bisschen um die Person rum muss schon was sein. Also mache ich so ein bisschen was unter dem Koffer und so ein bisschen was an den Füßen. Da muss man jetzt gar nicht so genau sein bei dem weichen Pinsel, weiches Licht. Und setze jetzt die Deckkraft runter, bis man so einen leicht dunklen Schein sieht. Das reicht in dem Fall. Ja, dann mache ich nochmal einen Screenshot. Und zwar aus folgendem Grund möchte ich jetzt nochmal ein bisschen Licht zeichnen. Also Dodge and Burn. Wir haben ja hier so ein paar Lichtquellen, die schön die Wände so bestrahlen. Und mit dem Abwedelwerkzeug will ich das jetzt noch ein bisschen verstärken. Einfach, damit es ein bisschen interessanter aussieht. Also hier sind ja Lichtstrahler. Ich finde nur persönlich die Lichtwirkung ein bisschen enttäuschend. Also helfe ich jetzt hier nach. Ich mache auch das jetzt nur mal schnell. Und das ist sicherlich auch eine Geschmackssache, ob man da jetzt überhaupt daran irgendwas verändert. Aber ich zeige euch diese Option mal. Ihr könnt es ja dann immer noch abwählen. So, diese Lichtquellen sind recht schlüssig. Ich kann allerdings auch unschlüssig so ein bisschen Licht reinmalen, oben an diesem Bogen. Auch da würde ich es jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen finde ich persönlich recht interessant. Ich zeige mal den Vorher-Nachher-Effekt. So, das war mein Tutorial zu dieser Manipulation. Viel Spaß beim Nachmachen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.